So, einmal noch so ein kleines Bildchen zu unserem Angelplatz, wo wir jetzt waren. Wir waren hier in Barme an der Weser, kurz hinter der Weserlust. Eigentlich so ein ganz geiler Angelplatz, auf jeden Fall für Aalangeln. Ich persönlich habe hier schon ein paar Mal gesessen und auch gut Aale gefangen, auch im Sommer. Jetzt ist halt, wie gesagt, noch ein bisschen früh, aber auch ein 70er Aal habe ich hier auch schon rausgeholt. 80 war schon dran und war raus, also hier ist auf jeden Fall einiges möglich und wie gesagt, ich gehe hier sehr gerne. Hier stehen jetzt Tinos Angeln, 3 Stück, wie man sieht, und mein Angelplatz zeige ich euch jetzt gleich. Im Prinzip nur 50 Meter weiter, aber egal. Ich bin hier hinter so einen kleinen Baumverschlag gegangen, wo es ein bisschen runter geht. Und hier stehen jetzt meine 3 Ruten auf Aal. Alle noch im Wasser. Hoffnung stirbt zuletzt. Der Aal hat hier gebissen. Füttern? Natürlich nicht. Zum Satt füttern. Auf die andere Seite. Da. Können wir gleich mal eine Frage stellen. Was ist eigentlich oben, was ist unten beim Wurm? Was spießt man zuerst auf? Weißt du das, Flo? Also ich persönlich... Was man zuerst macht? Also ich nehme immer die Seite nach oben. Ich nehme immer die Seite, wo der Knubbel ist. Meinst du hinten da, wo die sich mit rein, wo die oft mit sich mit in der Erde verankern? Ja, genau. Das würde ich sagen, ist... Nee, hier, dieses hier meine ich. Da ist ja immer so ein Knubbel. Achso, den schießt du zuerst durch? Genau. Weil der am festesten ist? Ja. Da habe ich so den Halt und da steche ich ihn dann durch. Und dann halt 2, 3, 4, 5 Mal aufgezogen. Bei den Tauwürmern jetzt hätte ich immer so ein kleines Stück abgekniffen. Den mache ich jetzt auch mal. Dass du nicht so einen langen Zubbel hast, wo sie den wieder runterlutschen können. So ist immer mein Gedanke dahinter. Da habe ich bei dem, wie heißt er? Matze Koch? Ja.
Ja, genau. Und das so, aber so guck mal hier, jetzt ist da kein langer Zippel dran. Jetzt ist kein langer Zippel dran. Also nicht abkneifen. Würde ich jetzt. Also, er hat, also was ich mal bei ihm im Video gesehen habe, was er dann halt. Er zieht ihn auch gar nicht so ganz so doll auf, ne? Ja, er zieht ihn nicht ganz so doll auf und er kneift es halt ab, um auch nochmal diesen Saft bilden, zu bilden, was ja nochmal den Fisch locken soll. Gut, locken brauchen wir ja nicht, bis wir kriegen wir, nur wir hängen nicht. Richtig. Was vielleicht noch eine Maßnahme jetzt wäre, meiner Meinung nach, wäre vielleicht kleinere Haken nehmen. Meinst du? Ich habe nur Vierer. Ich habe noch kleinere dabei. Also noch kleiner? Oder dann lutschen die noch mehr runter, oder nicht? Würde er einen größeren nehmen, oder? Meinst du? Ja, noch kleiner, dann lutschen die noch eher runter, oder? Das ist doch mal eine Frage für die Leute. Was würdet ihr nehmen? Kleineren Haken bei zaghaften Bissen oder größere Haken? Das würden wir gerne mal wissen. Könnt ihr ja mal unter die Kommis schreiben. Genau, wenn ihr alle sehen wollt, beantworten. Morgen früh sage ich auf jeden Fall noch was vom 100 Abonnenten Special. Gibt auf jeden Fall noch Preise zu gewinnen. Flo filmt zwar ins Dunkel, aber ihr hört mich ja. Ich wollte einfach mal die Landschaft zeigen. Naja, schön im Dunkeln. Und, was sagt schön ihr? Im Dunkeln. So gut wie, wa? Ja. Also wenn da nichts dran war, weiß ja, ich auch nicht. Was dran, ja, dann gehen wir mal einen Wurm auffüllen. Jawohl. Komm mal ganz unauffällig mit. Ich bin mir bloß nicht auf dem Arsch. Oh, ha. Ich bin unten ohne unterwegs worden. Da blitzt die Kimme. So. Einmal so einen kleinen Blick in unser Lager. Also vorbereitet bis ins Letzte. Einmal so einen Blick in die Box. Das ist jetzt meine. Alles dabei. Posen, Haken, Knicklichter, Knüppel. Noch überall gesammelte Würmchen. Da haben wir unsere Wurmfarm dabei. Weil selbst ist der Mann. Ja gut, das ist jetzt keine Farm, das ist einfach nur Heltern. Ja. Tauwurm. Tauwurm, Heltern. Frisch gesucht. Ganze Woche zusammengekramt, Alter. Ich habe mir eine bei Superwurm bestellt. Die kann ich auch einmal zeigen. Die ist eigentlich auch ganz geil. Das wäre einmal die. Und ich habe halt keine Tauwürmer. Ich habe die Dendrobena. Und wie man sieht, Alter, die sind auch nicht auch klein. Die sind nicht verkehrt. Die sind kanadischen, ne? Ja, genau. Hier so einen kleinen Kollegen. Die gehen gut ab, die machen ordentlich Trouble. Und jetzt hoffen wir, dass wir noch den ein oder anderen Anfasser kriegen und einen überlassen können. Nur so Anfasser. Knackangel durch. Ja, guck mal. Nix, wa? Fühlt sich nicht so an, wenn irgendwas Kleines. Live-Drill. Alter, du hast einen Wurm gefangen. Und wie viele Muscheln hängen dran? Das ist mal gar nichts, wa? Zeig mal her. Ja. Abgebissen. Abgebissen. Irgendwas Kleines gewesen. Abgebissen. Pink mal in die Kamera. Du bist ja sonst nicht so oft da. Halt die Fresse. So, dann denn mein Taucher raus den Scheiß.
Entweder kurbel ich da meine eigene Route ein. Guck an der anderen. Ja, warte. Fisch? Ja. Hallo, Alter. Yes, baby. Ein Guter. Yes. Krieg die Henne, Alter. Ja, ist gut. Das ist ein richtig guter. Schönes Ding. Ich würde mal so sagen, ich habe bewiesen, ich kann angeln, Alter. Fisch gefangen. Schön vorne gehakt, Alter. Richtig vorsichtig, sag ich ja. Ja, top. Geiles Ding. Und ja, alle angeln, die zweite ist das. Und ich habe überhaupt keinen Bock, das Vieh jetzt abzustechen. Oh, fuck, geil. So, jetzt halt immer lang hier, lang gerade. Lang gerade geht noch ja, nicht. Ja, komm, ohne Handtuch hier. Fick dich. Ja, der ist noch voll am Zappeln, Alter. Was soll ich denn machen? Ja, schmeißen da rein, da. Das können wir nach heute Morgen nochmal ja, machen. Ja, machen wir heute Morgen. Ja, auf jeden Fall, Petri, Alter, Faust. Geile Sache. Ja, schönes Ding. Der Flo kann Fischfang. Nice.